ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss, und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause, meine Welt durchs Internet. Ach, Leute, keine Panik, ich steck die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kids von morgen. Eigentlich war die Idee mit dem Public Viewing ja richtig cool. Besonders Joe hat sich drauf gefreut. Aber wahrscheinlich mehr auf Shando als auf das Spiel. Der Scheich kann doch bei so einem Event nicht ohne seine liebreizende Begleitung aufkreuzen. Na dann kann ich wohl schlecht Nein sagen. Super. Und dann ist da diese maskierte Gang aufgetaucht. Ihr seid so erbärmlich und wahrscheinlich noch hässlicher unter euren dämlichen Masken. Alter, mit dem Stress! Verzieh dich! Nimm deinen ganzen Zucker nicht mit! Hör auf zu filmen, Mann! Ist okay bei dir. Der eigentlich glatten Story für den Einstein-Express. Aber Constanze und Philipp sind wahrscheinlich wieder mit sich selbst beschäftigt. Verrat am Einstein-Gymnasium. Schulsprecher unterschlägt Beweise. Schreibsel interessiert doch sowieso niemanden. Wenn es im Erfurter Echo erscheint schon. Das machst du nicht. Oh doch. Vielleicht überlege ich es mir auch noch mal, wenn du mich zum Chefredakteur vom Express machst. Bruno, ich komme da einfach nicht drüber weg. Hey Mann. Ja, jetzt beruhig dich doch mal. Ist doch alles gut gelaufen. Gut. Wenn Shando und du nicht dazwischen gegangen wären, sind dann... Sind wir, aber... Ich fand's nur blöd, dass wir der Polizei keine Täterbeschreibung geben konnten. Und warum müssen die auch so bescheuerte Masken tragen? Nicht alle. Der Typ da vorne. Ist das nicht der, dem Shando die Maske runtergezogen hat? Nicht nachvollziehbaren Gründen hielt Herr Gubisch die Informationen von Schuldirektor Berger fern, angeblich aus Mangel an Beweisen. Somit setzt er die Existenz seiner eigenen Schule einmal mehr aufs Spiel, die bereits von der Schließung bedroht ist. Alter, stimmt das? Du wusstest was mal vor Ort und hast nichts gesagt? Ja, nein, nicht direkt. Darum geht's doch auch überhaupt nicht. Das ist Erpressung. Ja, und Constanze will jetzt den Artikel in der Zeitung ihres Studies veröffentlichen. Ja, in 2 Tagen. Es sei denn, ich mach sie zur Chefredakteurin vom Express. Krass, ey. Wenn Berger das liest. Ich werde ihm einfach sagen, dass sie lügt. Sie hat außerdem auch keine Beweise. Außer Shando sagt was. Zurück. So was bist du zusammen? Hey, spinnst du? Ich finde die Tante genauso ätzend wie du, ja? Was? Gestern hast du noch mit ihr getanzt. Und neulich wolltest du ihr sogar mal einen Kuchen backen. Aber nur, weil sie mich auch erpresst hat. Wie erpresst? So, Jungs, eine halbe Stunde Zapfenstreich, ja? Hausaufgaben gemacht? Na, Philipp? Berger hat angerufen. Du sollst morgen Mittag zu mir ins Büro kommen. Ich... Weshalb denn? Keine Ahnung. Er sagt, es sei sehr wichtig. Aufräumen. Mann. Meinst du, Constanze... Fuck. Na, ja, los, komm, wir tasten, wir tasten. Komm, schnell wieder. Viereck. Ja. Ja, drück doch einfach. Du weißt, dass du den... Ja. Da muss doch irgendwas sein. Mann, Ronny, jetzt lass das doch mal. Dieses schlechte Foto beweist nur, dass der Typ Fahrrad fährt und nicht, dass er Leute abzieht. Dafür müsste man ihn schon dabei erwischen. Hier. Das ist doch was. Erfurt Soccer Crew. Trainieren die nicht hier in der Nähe? Glaub schon. Wenn der Typ da Mitglied ist, erfährt man vielleicht mehr über ihn und die anderen Freaks. Du hast doch gesehen, wie die Typen drauf sind. Also bitte keine Schwachsinnsaktion, ja? Versprochen. Tja, Philipp, ich habe da gestern was erfahren, was große Auswirkungen auf Ihre Tätigkeit als Schülersprecher haben wird. Also eigentlich auf Ihre gesamte schulische Laufbahn. Denn, Sie haben wirklich Hervorragendes geleistet. Ja, gerade auch für den Halt unserer Schule. Ja, und deswegen sind Sie jetzt einer der Spitzenkandidaten. Wofür? Ja, das hatte ich doch gesagt. Für das Amt des Vorsitzenden des Stadtschülerrates. Echt? Ja. Aber das wäre natürlich eine große Sache, wenn Sie gewinnen. Ja? Auch fürs Einstein, gerade jetzt. Klar. Ja, und deswegen habe ich mir überlegt, vielleicht können Sie sich irgendwas Tolles ausdenken. Was Tolles? Ja, was Ihre Qualitäten nochmal so richtig für alle zur Geltung bringt. Eine PR-Aktion. Genau, sowas in der Art.
Ja, natürlich ist es jetzt ein bisschen kurzfristig, die Entscheidung ist ja schon in ein paar Tagen, ne? Aber ach du liebe Zeit, ich muss los. Tja, also ich drücke Ihnen jedenfalls ganz fest die Daumen. Ich weiß natürlich, dass, falls Sie gewinnen, Sie kaum noch Zeit für andere Sachen haben werden, für Schülerzeitungen und so weiter, aber da finden wir schon irgendeine Lösung. So, jetzt brauche ich irgendwas von denen hier. Ja, so. Ich muss, ja? Und dann machen Sie die Tür zu, wenn Sie rausgehen. Ja. Mach ich. Stehst du auf Fußball? Nee. Aber auf Fußballer. Wie kommt es, dass ich dich hier noch nie gesehen habe? Ich bin erst vor kurzem hergezogen. Frankfurt. Da hat da ein paar Probleme. Probleme? Was denn für welche? Hey Leon, spielst du mit? Gleich. Naja, ich bin von der Schule geflogen. Und sonst war ich auch nicht so ganz das brave Töchterchen, was ich meine Eltern gewünscht habe. Ziemliche Spießer deine Eltern, was? Allerdings. Hätten sie mit mir auch in dieses Kaff gezogen. Das ist doch scheiße hier. Überhaupt nicht. Du musst nur die richtigen Leute kennen. Wenn du Bock hast, kannst du heute Abend mal vorbeikommen. So um 7. Von mir aus? Wie heißt du eigentlich? Vanja. Leon. Na? Schlecht gelaunt? Das kannst du dir sparen. Hast doch eh schon gewonnen. Gewonnen? Ja. Du bekommst den Job als Chefredakteur. Aber nur, wenn du statt deines Artikels das hier im Erfurter Echo veröffentlichst. Einer für alle. Alle für Einstein. Philipp Gubisch, Schulsprecher mit Format und Herz. Ist nicht dein Ernst, oder? Doch. Wir brauchen eine plausible Erklärung, weshalb ich den Posten hier aufgebe. Es muss glaubhaft wirken, damit alle merken, dass ich mich voll in die Schulsprechersache reinhänge. Willst du nur gut dastehen? Und du? Also, tust du mir den Gefallen? Woher soll ich wissen, dass du dein Wort hältst? Weil das ja schon morgen in der neuen Express-Ausgabe erscheint. Wenn das alle gelesen haben, werde ich es wohl schlecht zurücknehmen können, oder? Und? Was ist jetzt mit meinem Artikel am Echo? Erscheint in 2 Tagen. Deal ist Deal. Ich war beim Fußball. Bei Leon. Leon? Na, der Typ von dem Foto. Ich habe mich ein bisschen mit ihm unterhalten. Und heute Abend treffen wir uns wieder. Nicht schlecht, oder? Nicht schlecht. Du hast mir gestern Abend versprochen, dass du die Finger von der Sache lässt. Ich habe nur versprochen, dass ich keine Schwachsinnsaktion starte. Mann, dann lass mich wenigstens mitkommen. Ich habe dem Typen erzählt, dass ich hier neu bin und noch keinen kenne. Toll, Ronja. Und wenn dir was passiert? Ich habe alles im Griff. Wenn es brenzlig wird, rufe ich die Polizei. Versprochen. Ja, ja. Versprochen. Bestimmt habt ihr auch schon von den Übergriffen gehört, die es in letzter Zeit in Erfurt gab. Leider hat es jetzt auch ein paar Einstände. Falls ihr Hinweise habt, wenn ihr sie maskiert, meldet euch bitte schnell bei der Polizei. Das ist unfassbar, oder? Allerdings. Aber wenn wir es schon nicht verhindern können, dann müssen wir die Schüler wenigstens darauf vorbereiten. Ich habe mir da Folgendes überlegt. Ich bin ja... Haben Sie das gerade gehört? Ja, ja. Unglaublich, oder? Ja. Clara und Jo haben mir schon heute Morgen von dem Überfall erzählt. Wir müssen was tun. Ich habe mir überlegt, dass wir... Clara, ich will unseren Schülern einen Selbstverteidigungskurs anbieten. Sie? Ja. Wing Chun. Gesundheit. Das ist chinesisch und heißt schöner Frühling. Ja. Dieser Kampfstil wurde übrigens von einer Nonne erfunden. Das hier ist aber immer noch ein Gymnasium und kein Kloster. Und was soll heißen?
Ja, das heißt, dass man sich mit so einem Frauenkampfstil nicht gegen aggressive Jugendliche was durchsetzen kann. Was wollten Sie denn eigentlich vorschlagen? Ich bin zufällig Inhaber eines grünen Gürtels in Karate. Und deshalb wollen Sie jetzt einen Kurs anbieten, ja? Das liegt doch auf der Hand. Nee, finde ich überhaupt nicht. Ich habe Wing Chun in meiner Uni-Zeit gelernt. Das ist sehr effektiv. Da kann Karate überhaupt nicht mithalten. Karate? Bieten Sie doch einfach beides an. Dann können die Schüler entscheiden. Finde ich gut. Ja gut. Warum seien Sie sich beleidigt, wenn sich alle bei mir anmelden? Karate ist nämlich sehr beliebt. Wenn die Schüler es nur Wing Chun kennengelernt haben, dann sind sie abgeschrieben. Samt ihrem gelben Gürtel. Grüner Gürtel. Hey, Ronja! Ist das die aus Frankfurt? Ja. Hi, ich bin Ronja. Die Räubertochter. Es tut mir leid, das kann ja mal passieren. Hey. Sag mal, stimmt das? Was? Dass du jetzt mit dieser Gang abhängst. Bruno hat vorhin erzählt, dass... Warum kann er nicht die Klappe halten? Also stimmt das. Und? Was ist so schlimm daran? Ronja, das ist saugefährlich. Als Mädchen mit solchen Typen abhängen. Du weißt genau, was das für Arschlöcher sind. So. Weiß ich das. Was ist mit dem Typen, den Bruno vorhin erwähnt hat? Willst du da jetzt einen netten Jungen draus machen? Das wird nicht klappen. Kümmer dich um deinen eigenen Scheiß, okay? Falls du es vergessen hast, wir sind nicht mehr zusammen. Stand heute im Internet. Da hat jemand im Bahnhof alle Schließfächer aufgebrochen, um ans Kleingeld zu kommen. Geil, oder? Also wenn ich das nächste Mal Kohle brauche... Fragst du natürlich deine Eltern. Dann. Alles andere wäre extrem dumm. Viel Glück bei Ihrem Karatekurs. Nicht doch. Glück wünscht man Anfängern. Aber vielleicht können Sie es ja gebrauchen bei Ihrem Chicken Wing Chun. Wing Chun. Richtig. Philipp, hallo. Toll, wie Sie das so kurzfristig hinbekommen haben. Naja, es gab ein paar glückliche Zufälle. Das ist genau das richtige Signal. So kurz vor der Wahl, damit liegen Sie ganz weit vorne. Darf ich mal? Hm? Ja, klar. Hier, ganz bald. Dankeschön. Kurs bei Dr. Michael Berger. Sehr geil. Was ist ein Wing Chun? Keine Ahnung. Wahrscheinlich erst ein Mädchen. Hey Ronja, komm her, willst du mitspielen? Kannst du auch Poker, oder? Klar. Große Straße, zwei Buben. Drei Könige. Vier Asse. Nicht schlecht. Aber spielt ihr auch richtig um was?
ist denn die ganze Kohle plötzlich her? Im Bahnhof gefunden. Nee, oder? Du warst das mit den Schließfächern. Muss ja nicht jeder wissen. Wir müssen los. Wir gehen. Kommt mal kurz. Nina. Kann man auch nicht mit. Ich finde die echt okay. Ja, finde ich auch. Auf gar keinen Fall. Das ist unser Ding. Außerdem kennen wir die doch gar nicht. Vielleicht ein andermal. Klar. Leon, komm jetzt! Mach keinen Stress. Wir sehen uns. Und du könntest auch langsam mal hier verschwinden. Das ist Privatbesitz. Kein Problem. Darfst du denn hier noch so spät alleine unterwegs sein? Geiles Zeit, zeig mal her. Bitte wieder haben. Das ist ganz neu. Was? Ich glaube, der Kleine will Ärger. Kann er haben. Nein, bitte nicht. Ihr könnt es hier nie behalten, wirklich. Ich brauch's nicht. Ich habe auch Geld. Ja. Das erbärmlichste Opfer ever. Was war das denn? So ein Weicher. Voll geil. Hey Leute, es geht mal wieder um eure Sicherheit. Noch immer treibt sich eine maskierte Gang in Erfurt herum. Seid also vorsichtig und geht abends möglichst nicht alleine raus. Ansonsten gilt, alle brauchbaren Infos darüber bitte sofort weiterleiten. Ich hatte die Typen schon so gut wie am Boden, wenn die nicht noch Verstärkung geholt hätten. Wie viel waren's denn? Ich schätze so um die 10. 10? Mindestens. Wow. Ach so. Heute Nachmittag starten übrigens die Selbstverteidigungskurse von Herrn Berger und Frau Levin. Gute Idee mit der Selbstverteidigung. Ja, noch besser wäre es, wenn man sie schnappen würde. Wir sollten uns bei der Polizei erkundigen, wie der Stand der Ermittlungen ist. Hat Berger gestern schon gemacht. Die Beamten sind wohl auch an der Sache dran. Aber ohne richtige Täterbeschreibung. Du könntest eine geben. Hä? Tu doch nicht so. Du weißt genau, dass dieser Leon und die anderen da beteiligt sind. Ich hab mit denen nichts mehr zu tun. Ja, klar. Wirklich. Die haben mitgekriegt, dass ich sie angelogen habe. Ich bin da raus. Ja, dann kannst du sie ja direkt bei der Polizei dranhängen. Wie denn? Du hast selbst gesagt, dass das Foto von Leon kein Beweis ist. Philipp Gubisch, letzte Amtshandlung als Chefredakteur. Ist gut jetzt, ja? Nee, noch lange nicht. Chefredakteurin ist ja schon ganz nett, aber eigentlich wollte ich ja mal Schulsprecherin werden. Ach, Konstanze, Philipp, das hilft sich ja gut, da können wir gleich gratulieren. Gratulieren? Oh, oh, ja, es ist zwar noch nicht ganz offiziell, aber Sie sind der neue Vorsitzende des Stadtschülerrates. Echt? Ja, ich hab's gerade erfahren, herzlichen Glückwunsch. Das ist ja der Hammer. Ja, ist der Hammer. Finde ich auch. Ja, und Sie sind da noch nicht ganz unschuldig. Ich? Ja, Ihr Artikel im Erfurter Echo hat bei den Verantwortlichen ganz schön Eindruck gemacht. Wirklich? Ja, ich finde das toll, dass Sie sich so für ihn einsetzen. Ich glaube, da ist ein kleines Dankeschön fertig. Also, los.
Konstanze? Was? Dankeschön. Ist was? Nö, was soll denn sein? Mann, wann fängt das endlich an? Sie hätten ruhig schon anfangen können mit Ihrem Dimsum. Dimsum? Ja, ja. Apropos, ich wollte Ihnen sagen, ja, ich lasse Ihnen gerne den Vortritt. Ladies first. Oder sollte ich lieber sagen, Kampfnonnen first? Ja, sehr witzig. Aber was ich Ihnen eigentlich sagen wollte... Wollen Sie nicht umziehen? Können Sie mir einfach mal zuhören? Die streiten sich schon wieder. Ja? Ich kann einen Kurs heute nicht geben. Wieso? Weil ich mir gestern beim Probetraining den Latissimus gezerrt habe. Und deshalb habe ich gedacht, dass meine Schüler heute bei Ihnen reinschnuppern. Also, natürlich, wenn Sie das nicht überfordert. Natürlich nicht. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, nehmen Sie doch Platz, bitte. Ja, schön, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Wie ihr wisst, wollen wir euch mit unseren Kursen fit in Sachen Selbstverteidigung machen. Olli Wien ist leider schon ein bisschen angeschlagen, deswegen gibt's heute für alle Karate bei mir. Wow. Ihr werdet lernen, wie ihr euch in brenzligen Situationen wehren könnt. Oberstes Gebot ist aber immer Konflikte vermeiden und wenn möglich Hilfe holen. Oder reinhauen und sich gut fühlen. Eben nicht. Hab ich das verpasst? Erste Regel beim Karate. Du sollst nicht zu spät kommen. Ich habe keinen Bock zuzugucken, wie du diese blöde Puts zum Schäfer nennst. Außerdem muss ich jetzt zum Karate. Tschüss, auf Schnell. Hi. 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 Was denn, das lohnt sich. So. Alles da. Gut. Also, Leute. Ich werde es kurz machen. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, den Express zu leiten. Ich durfte viele tolle Entscheidungen treffen. Zum Beispiel, wer mein Nachfolger wird. Konstanze ist engagiert, ehrgeizig und fleißig. Deshalb wird sie auch die neue Chefredakteurin sein. Aber das wisst ihr ja schon alle. Was ihr aber noch nicht wisst, ist, dass es diesmal nicht nur einen, sondern zwei Chefredakteure geben wird. Ich stehe nicht zur Verfügung. Zwei? Das war nie abgesprochen. Kleine Überraschung. Herzlichen Glückwunsch, Elias. Hey, ich? Er? Ja, alles Gute. Wir werden so viel Spaß haben. Wollte ich bloß nicht zu früh blöd machen. Ich bin überzeugt, ihr seid das ideale Team. Was muss man da jetzt machen? Drei, vier, 6, 7, 8, 9 und 10. Und auf den. 6, 6, 6. Schön. Und schön aufrecht bleiben. 1, 2, 3. Schwingt das rechte Bein. Und schön nach oben. Ja, bitte. Ein Schwing. Schwing bis dahin. Wo bleibt denn deine kleine Freundin heute? Hat die gar keine Sehnsucht nach dir? Keine Angst. Ich finde euch doch gut. Und ich würde jetzt gern richtig bei euch einsteigen. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.